Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Emergency 4 mit der Biberfelde Modifikation und auch dieses Mal gleichzeitig wieder ein Livestream. Und ich würde mal sagen, wie geht das nochmal hier, ne? So. Fahrzeuge initialisieren. Ja, jetzt kommen wieder diese Geräusche. Okay, das war's. So, dann bereite ich sofort mal hier die Streifenwagen vor. Dann können die gleich Streife fahren. Und dann warten wir mal auf den ersten Einsatz, ne? Streife fahren. Romeo. Streife fahren. Okay, die fahren Romeo. Unterschiedliche Strecken. Hier steht eine 1 und da eine 3. Ein Schlaganfall. So, dann RTW. Brauchen wir hier eine Drehleiter oder? Ich glaube nicht, ne? Wo ist das denn hier? Nee, brauchen wir keine Drehleiter. Okay, aber vielleicht hier noch so ein Notarzt oder so? So, wo war das jetzt? Da, okay. Schon unterwegs. Ja, dann park doch mal da. So, Notfallrucksack holen. Aber die Feuerwehr brauchen wir bestimmt, oder? Nö, die Tür ist offen. Ist in Arbeit. Okay, der Notarzt ist auch schon da. Bin unterwegs. Ja? Notfallrucksack. Auf dem Weg. Was gibt's? Ah, das sieht nicht sehr gut aus, aber Notarzt ist ja da. Oder die Notärztin. So, dann machen wir mal schneller hier. Gleich bei 40%. Ja, vielleicht sollte ich schon mal die Trage holen. So. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Oder muss das erst zu 90%? Ich glaube, das ist in Ordnung so. Im Notfall kann man den ja auch noch im RTW behandeln. Da gibt es ja hier so eine Funktion, da im Fahrzeug behandeln. So, dann fahren wir erstmal zum Krankenhaus. Okay, ja, dann müssen wir jetzt im Fahrzeug behandeln. Ja, und das war's auch schon. Jetzt fahren wir zum Krankenhaus. Okay. Da ist wieder hier der Pizzalieferant
Und er bleibt natürlich so da stehen, dass man da nicht langfahren kann. Und jetzt sind wir gleich am Krankenhaus angekommen. Ah, der fährt hinten rum, da sieht man ja denn nichts. Ja, ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich denke mal, da brauchen wir auch Notarzt. Der ist auch zum Krankenhaus gefahren. Okay, dann nehmen wir den Notarzt hier. Wo ist der? So. Wo ist das hier? Naja, ich alarmiere erstmal. Dann brauchen wir noch ein RTW. Krankentransport. Ah, hier brauchen wir auch eine Drehleiter. Okay. So, und Krankentransport. Hier ist nur RTW, der KTW ist hier oben. KTW. Ja, da müssen wir jetzt erstmal auf die Drehleiter warten, aber die ist ja schon da. Kreislaufprobleme. RTW. Ich glaube, jetzt haben wir keinen Notarzt mehr hier. Dann müssen wir Unterstützung anfordern. Das dauert immer. So. Die haben ja auch nie irgendwie eine Treppe oder so, ne? Hier ist doch eine Treppe, aber da könnte man nicht theoretisch hier eine Tür reinmachen oder so. Naja, vielleicht können die keine Treppen hochgehen. Aber dass man da eine Drehleiter holen muss, obwohl da eine Treppe ist, naja. Ich versuche das erstmal mit dem RTW. Vielleicht reicht das ja. Also hier reicht das auf jeden Fall nicht. Und hier. Da ist das in Ordnung. Okay, dann fährt der Notarzt wieder weg. Und die Drehleiter, na gut, die kann noch nicht wegfahren. So, das dauert noch, aber wir könnten das. Ja, das reicht, glaube ich, ne? Können wir ja einfach mal ausprobieren, sonst behandeln wir wieder im Fahrzeug. Der muss nicht mit. Nee. So, zum Krankenhaus. Im Fahrzeug behandeln. Das geht, glaube ich, auch schneller, als wenn man das so macht. Okay, ich glaube, die fahren jetzt automatisch zum Krankenhaus, hoffe ich. Oh, weggehen da. Jetzt kommt der Notarzt. Oh, wir haben hier ja noch einen
Krankentransport. Bin unterwegs. Wo denn? Da, okay. Schon unterwegs. Mal gucken, ob die Tür jetzt abgeschlossen ist. Was gibt's? Ja. Brauchen wir überhaupt eine Trage? Schon unterwegs. Ja, das ist schönes Haus haben die da. Kann mir jemand sagen, wie ich die Person jetzt mitnehmen soll? Oder wie ich den mit der Trage jetzt wieder da rausbekomme? Kann mir das bitte jemand sagen? Weil, ja, toll. Hä? Egal, ich, das ist gut. Ich weiß nicht, was jetzt passiert ist. Ich habe den anderen jetzt da reingeschickt und der hat dann einfach die Person aufgehoben und dann war das Problem gelöst. Ja. Okay. Wo ist hier noch irgendwas? Hier. Was gibt's? Das sieht gut aus. Was gibt's? Wird ausgeführt. Oh, wieder ein Einsatz. Polizei. Romeo. Auf dem Weg. So, da ist eine Person mit einer Waffe. Ich weiß schon, was jetzt passiert, genau. Führe, bestätige. Ja, zu Befehl. Okay, jetzt brauchen wir... Acht. Ein RTW. Hierhin. Und da ist noch jemand drin. Wir brauchen aber noch ein RTW. Gut, die sind gerade am Einräumen oder sowas. Aber den kann man bestimmt trotzdem alarmieren. Wie sieht das denn jetzt aus? Wo sind die? Hier. Okay, die fahren mit geschlossenen Türen los. Die können auch wegfahren. Das sieht schon sehr gut aus. Können wir direkt die Trage holen. Und die Person mitnehmen. Notarzt. Okay, hier ist doch Notarzt, ne? Hier brauchen wir bestimmt auch einen Notarzt. Was gibt's? Los geht's. Naja, ich versuch's erstmal mit der Trage, aber da steht dann wahrscheinlich auch Notarzt erforderlich. Was gibt's? Wird ausgeführt. Und Polizei. So, ein Fahrzeug behandeln. Notarzt.
Okay, weil der Notarzt hier belegt ist, machen wir das dann anders.